Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Super Smash Bros. Remix, bei Smash Remix Version 1.3.0. Und wir gucken uns heute mal den ersten Modus an. Ich hatte schon mal in den Remix One-Player-Mode reingeschaut. Wie erwartet, erwarten uns dort die ganzen neuen Charaktere als Gegner. Aber der Modus ist bockschwer, tatsächlich. Ich hatte es mit Wolf versucht, Free Stock, Normal. Normal war tatsächlich zu schwer. Also ich kam bis zum kämpfenden Polygon-Team. Auch die sind da wieder vertreten. Aber spätestens ab da war es dann wirklich zu schwer. Ich gehe jetzt nicht auf Very Easy, wir gehen mal auf Easy. Und ich versuch's mal mit einem Charakter, der sich vielleicht ein bisschen besser weghauen kann. Deswegen kriegt er jetzt seine Chance. Ich weiß, wir haben ihn im letzten Part schon ein bisschen gefeatured, aber ich glaube, er ist die beste Wahl für diesen Modus. Wir gehen auf Giga Bowser und gucken mal, wie der sich schlägt. Armer Lukas. Der sieht komisch aus. Aber gut. Also tatsächlich, Normal war mir ein bisschen zu schwer gewesen. Aber das, ja, man muss sich halt noch ein bisschen reinfinden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es mit Giga Bowser nicht zu einfach wird. Ansonsten kann man aber so ein One-Player-Remix auch gerne nochmal starten. Also das ist jetzt erstmal zum Reinfinden und alles andere ergibt sich dann, wenn ich ein bisschen eingespielter bin. Ansonsten kann ich jetzt schon feststellen, ein Riesenunterschied zwischen Easy und Normal. Weil wirklich schon bei Normal sind sie in einer Tour eigentlich hin und her gerollt. Und holy shit, kämpfendes Mewtwo-Team. Und ich habe wirklich eine harte Zeit gehabt, die Gegner überhaupt mal zu treffen. Und beim kämpfenden Polygon-Team war es dann leider echt aus gewesen, weil die gar nicht so leicht weggeflogen sind, wie man das vielleicht vermutet. Und selbst wenn, hast du sie sehr schwer nur erwischt. Naja, aber egal, scheiß drauf. Jetzt wird erstmal gekloppt hier. Die Mewtwo-Geräusche, das ist ja der Hammer. Lauter bunte Mewtwos. Oh, shiny Mewtwo. Hier, das Grüne haben wir sogar auch. Das klingt wundervoll. Aber jetzt ist es leider zu einfach. Das ist natürlich... Aber gut, das kann sich doch ändern. Wir haben ja noch einige Gegner vor uns. So. Was man natürlich für all diejenigen, die noch nie ein... Oh Gott, ein winziges Gegner. Für alle, die noch nie das ganz alte Smash Bros. Gespielt haben. Es gibt kein Side B. Wir haben nur normales B. Und hier einmal up und einmal down. Aber ein Side-B in dem Sinne gibt's nicht. Und das hat sich auch hier im Hack nicht geändert. Aber ich habe doch schon ordentlich Schaden genommen, tatsächlich. Doch gar nicht so schädlich. Ah, der gute alte Ganondorf aus Ocarina of Time. Der darf nicht fehlen. Sehr schön. Mit dem Ganondorf Battle Theme in Ganons Schloss. Wer weiß, ob es nicht vielleicht sogar einstürzen wird. Die Stage hatte ich beim... Also ich bin froh, dass es andere Gegner sind, als bei meinem Durchgang, den ich mit Wolf hatte. So sehe ich dann auch selber mal was Neues noch. Aber ihr seht's hier, Giga Bowser ist der wahre Obervillain von Nintendo. Er hat Ganondorf locker geschlagen. Oh Gott, winzig kleine Zielscheibe. Ja genau, das ist, ich muss... Bei den Einstellungen, die ich versucht habe, hat das noch nichts gebracht, irgendwie das Grafik-Plugin irgendwie zu ändern. Dass dann irgendwie die Sachen anders erscheinen. Hier muss ich nochmal gucken. Notfalls nochmal irgendwie ein anderes runterladen. Wir kennen die ganze Geschichte ja noch von Galaxy of Origins, von Star Revenge Zero. Ah, Tapsa! Ah. Oh shit. Von diesem Sprung hängt alles ab! Yeah! Zerstöre die Zielscheiben! Die Stage war auf jeden Fall nicht neu. Oh ja.
das Star Fox Team. Don't get too cocky, Star Fox. Und Star Wolf Team. Und das aus, aus Leidepunkt. Ich habe übrigens gesehen, beziehungsweise gehört, dass sogar das Star Wolf Team aus Star Fox 2 gefeatured wird, was sehr, sehr cool ist. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Tja, Fox, wurde es wohl zu cocky. Aber ich nehme doch schon ordentlich Schaden. Und was ich interessant finde, es gibt hier Friendly Fire. Marina haben wir jetzt als Gegnerin. Sehr schön. Mit dem Troublemaker Theme. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sowas wie Mischief Makers hier gefeatured wird. Ich habe mir das auch immer seit jeher eigentlich für Bomberman gewünscht, tatsächlich. Auch wenn Bomberman jetzt kein Fighting Game oder Plattformer oder was weiß ich was war, natürlich. Aber irgendwie hatte ich immer gehofft, dass es Bomberman mal in die Smash-Reihe schafft. Ich weiß auch nicht. Letztendlich haben wir ihn ja in Form einer Helfer-Trophäe da bekommen. Boah, Giant Dark Samus! Und jetzt seht ihr vielleicht sogar das Friendly Fire. Aber Marina haben wir jetzt auf jeden Fall in Smash, das ist auch schon mal ganz cool. Bist auf jeden Fall gegen einen riesigen Giga-Bowser ran. Beim letzten Mal. Und da hatte ich das Gefühl, meine Mitstreiter machen mir ordentlich Schaden. Ja. Und ich ihn. Die Menge tobt hier auf jeden Fall. Wow. Und was auch ist, es dauert teilweise eine ganze Weile, bis man sich gefangen hat, wenn man weggeschlagen wird. Und du kannst dich dann nicht sofort zur Plattform hinretten und manchmal ist es dann tatsächlich schon zu spät. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil ich dann einfach zu weit weg war und mich sozusagen mit dem Rettungsbuch nicht mehr retten konnte. Hier, der Kampf gegen den Riesen war dann auch wirklich der erste, wo ich dabei bei den drei Stocks verloren hatte mit Wolf. Zum ersten Mal. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Irgendwie hatte ich es dann aber geschafft, ihn mal zu spiken. Fragt mich nicht wie, ich habe es aber geschafft. Und dann war die Sache erledigt. Weil der war irgendwie schon bei 400% Schaden und er wollte und wollte einfach nicht gehen. Ne? Das ist. Hier habe ich jetzt auch schon mal den ersten Stock verloren. Also das ist jetzt tatsächlich mal nicht so einfach. Der Kampf hier. Ich bin jetzt hier echt mal gespannt, wie es gegen das kämpfende Polygon-Team laufen wird. Starfish! Mach ich immer auf die Plattform oben drauf. Ja, das klappt ja wunderbar. Sind das die von Mario? Das sind die von Mario, ne? Ah. Geh mal hoch da. Ups. Ah, au, 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 au. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Das ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Au, 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 au. Ich komm immer noch nicht weg. Boah, Alter, das gibt. Das ist noch nicht wahr. Bowser. Ey, ich komm. Ich kann grad nichts machen. Das ist geil. Hallo. Oh, shit. 280% Schaden und nur noch ein paar Sekunden übrig. So, jetzt aber. Boah, Alter. Ah. Oh nein. Nein! Nein! Oh shit. Warte mal, wir machen mal F4.
Das ist toll. Ehrlich mal, ganz super. Naja, dann ist das halt so. Schön. Sehr schön. Yeah, jetzt geht's Kirby an den Sack. Was? Egal. Giga-Bowser! Giga-fucking-Bowser! Tja, mit König DDD kannst du es vielleicht auch aufnehmen, aber nicht mit Giga-Bowser! Oh, schade, ich wollte den Hammer noch haben. Naja. Cheap Shot, minus 99, das hat man immer schön. Hat man immer gern. Lausige Treffer, wie es im Deutschen heißt. Tiny Team. Oh oh, das wird übel. Gegen lauter kleine Sonics als Giga-Bowser. Ihr seid zu langsam! Ihr seid zu langsam! Einfach einen Deutschen. Aber sie halten was aus, diese kleinen Plätze. Ja, wir klein, ne? Wir sind halt voll widerstandsfähig, oder auch nicht. Sehr schön. Oh, Matt Keanu. Ups. Matt, the Monster, the Mansion. Na, wie geht's dir? Altes Keanu, genau. Oh, aber ordentlich Schaden gemacht. Boah, was hat denn der für Kombos? Das ist ja der Hammer. Ich hau dich weg. Ich hau dich weg. Ein widerstandsfähiges Piano, wie man sieht. Ja. Aber schön, dass sogar Banjo-Kazooie-Sachen oder generell Rare-Sachen hier gefeatured werden. Das hat was. Also viel Liebe für die N64-Ära auf jeden Fall. Das ist genau das Richtige für mich. Was? Das war interessant. Hä? Boah, der nimmt Schaden ohne Ende, aber er fliegt einfach nicht weg. Es geht mir auf den Geist! Du bist doch Luigi! Du bist es eigentlich gewinnen, ohne irgendwas zu tun, ne? Ich krieg den einfach nicht weg. Unfassbar, der hält einfach alles aus hier. 400% Schaden. Ist wahrscheinlich Metal Mario oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Oh scheiße, das ist nicht gut. Er spielt uns das Lied vom Toad. Genau. Ha! Oh shit. Jetzt aber. Die Game Over Musik war, oder die K.O. Musik von dem. Das war sehr schön. Aber jetzt richtig Heavy Damage ausgepackt, das stimmt. Mal sehen, aber das war jetzt gar nicht so einfach. Ah! Ein Kampf für das Polygon-Team! Ah, shit! Bowser könnte hierfür zu fett sein. Au! Au! Ella Badge! Das Feuer setzt hier irgendwie gar nicht ein, ne? Kommt er irgendwie da durch? Ah.
Komm, wenn es mit F. Nee, wenn es mit F4. Ah, Moment, warte mal, es ist gleich vorbei. Oh shit. Nur noch 10 Sekunden. Oh Gott, schaffe ich das noch? Gut. Glück gehabt. Boah, der Hammer. Das wird episch, Leute. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft, weil es war so schwer. Es war so schwer. Ich habe nicht mal die erste Reihe wegbekommen. Ja, da geht's jetzt besser. Außer, dass sie ein paar Mal wirklich ganz plump runtergefallen sind. Ich habe sie nicht weggeschossen bekommen. Das war so übel. Und hier geht's jetzt ganz leicht. Kann jetzt an Giga-Bowser liegen oder am Schwierigkeitsgrad. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das müsste, hätte ich jetzt testen müssen, indem ich auf Normal bleibe. Interessanterweise, das Piano, das mir jetzt viel Mühe gekostet hat, hat mir bei Wolf überhaupt gar keine Mühe gekostet. Das ist voll interessant. Naja. Vorsicht. Ja, voll. Merkwürdige Dinge gehen hier vor sich, meine ich. In Smash Remix. Oh, eine winzig kleine Feuerblume mit Riesenblättern. Ah, shit. Bowser. Pause. Sehr schön, das hätten wir gewuppt. Und damit steht das große Finale ins Haus. Oh fuck, Giga-Bowser gegen größeren Giga-Bowser. Wow. Okay, wir sind gleich groß. Ha! Oh, das könnte jetzt richtig ein Brawl geben. Oh, was? Oh, der... Der kämpft eine Runde intelligenter wie die anderen. Was? Was war das? Habe ich gewonnen? Was hat der denn gemacht? War das ein Versuch, mich zu spiken? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was gerade passiert ist. Das macht nichts. Schön. Und wer hat nicht gern eine Giga-Bowser-Figur auf seinem Tisch liegen? Juhu! Und hier stimmt was nicht, aber egal. Herr Sakurai! Wo ist Waluigi? Oh komm, machen wir mal so hier. Geht noch schneller. Number one villain! We are number one! Hey, du! Sehr schön. Damit hätten wir den Modus mal hinter uns. Denn als nächstes nehmen wir uns hier den All-Star-Mode mal vor. Weiß noch nicht genau, mit wem wir das machen. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, solange ich mich noch nicht ganz eingespielt habe, bleibe ich erstmal bei Easy. Aber wir nehmen jetzt nicht mehr so einen Overpowerten hier wie Giga-Bowser. Wir probieren es vielleicht mal mit. Zum Beispiel. Gucken wir mal. Also Leute. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk. Bei Mad Monster Match. Das passt ja nur richtig. Ich habe Angst, ihn zu berühren. Ehrlich gesagt. Oh Gott, das ist so cool. Oh Gott. Nein, wirklich. Jetzt wollte ich mal Mad Piano sehen und dann... Oh, wie cool.